Hallo, willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ich bin immer noch so aufgeregt. Ah, jetzt sehe ich das erste, sind hier so Stühle. Okay. Hallo, ich bin ein bisschen blind. Können wir hier einpflanzen? Ach so. Direkt vergessen, wir haben ja hier ein lustiges Greifwerkzeug. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Würde niemand sagen, nein, Spaß. Was ist denn das? Oh. Das könnte dir besser angedeutet haben. Sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut. Oh nein, das ist eine fette Schlange. Also bin ich mir sicher. Weil dieser Schwanz da gerade. Heilzeugs? Hier ist was. Stein? Gott, ich will nicht gegen so eine fette Schlange kämpfen. Aber ja, egal. Ich will gegen gar nichts kämpfen, aber dann müsste ich das auch nicht spielen, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich beschwere mich immer viel, aber will ich ja schon auch. Oh. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Okay. Also, nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Mal da unten. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Okay. Also, dann... Okay. Da ist dein Patrouillenweg. Der geht da hinten lang. Versteckt bleiben. Das heißt, ich könnte mich, wenn ich mich jetzt hier... Ich glaube, ich bin zu langsam. Okay. So weit ich kann sich um einen Stein werfen. In eine Position, wo man in der Ecke anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment verpassen. Okay. Warte. Wie werfe ich den Stein nochmal? Verwirrt. Hat mir das überhaupt schon gesagt? Ah. Nein! Ich bin dumm. Hallo, ich bin... Wie blöd bin ich, ey? Ja. Okay, warte. Hä, bin ich doof? Mist, entdeckt. Ah, ja, ich bin doof, aber... Oh mein Gott. Hä? Aber wieso... Oh nein, das Spiel ist direkt abgekackt. Okay, warte. Ich muss das jetzt nochmal machen. Aber ich habe doch vorhin gerade... Ich habe doch gerade einen Stein gefunden, oder? Was? Markierwerk... Ja, okay. Einfach direkt. Da ist dein Patrouillenweg. Ich muss näher ran. Und versteckt bleiben. So. Okay. Ich bin versteckt. Aber der Stein? Noch Zeugs, aber ich habe doch den Stein. Nein! Duck dich! Hä? Ich. Willst du mich verarschen? Okay, jetzt bin ich einfach super confused. Wie werfe ich denn jetzt den Stein? Hä? Weil immer wenn ich. Ja, aber immer wenn ich. Greif nach den Stern. Ja, ich. I know. Hä? Oh mein Gott.
Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und mit meinem Speer ausschalten. Ja. Kann ich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Ah! Oh mein Gott. Okay. Okay. Wieso sagt mir das keiner, dass ich... Nein? In Position. Es kann losgehen. Okay. Da ist dein Patrouillenweg. Wie ich einfach... wie mir das gerade einfach... Niemand irgendwie... Oder habe ich das übersehen? Bin ich einfach doof? Also, kann auch sein. Ich will da... will das nicht hier... So, okay, warte. Jetzt bleibe ich nochmal kurz hier oben. Weil ich will actually mich eigentlich von... Also da unten will ich mich eigentlich eher anschleichen. Ich bin nicht da. Okay. Geht da hin? Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ja, kann ich. So, warte. Mann, die hätten mir auch mal sagen können, dass ich den... So. Voll doof, ey. Oder hab ich das einfach nicht mitgekriegt, dass mir gesagt hat, hier, nimm den Stein und so, aber ja, okay. Ach, meiner ist auch erledigt. Ich bin einfach confused. So. So. Aber ja, gut, wenn ich so, da heile ich mich ja, ist egal. Ich werde ein bisschen brauchen, bis ich hier reingekomme. Holz. Aber ich habe schon eine Menge Holz. Aber vielleicht brauche ich mehr Holz. Okay, ich habe jetzt 67 Holz. Das wird ja wohl reichen, oder? So, der wird auch ausgeschaltet. Den nehme ich jetzt auch direkt auseinander. Weiß ja nicht, das kann man bestimmt alles brauchen. Was sind hier so Bären? Nee, schade. Da vorne sind noch mehr Maschinen. Oh. Wir beide sind dem gewachsen. Okay. Mal gucken, wo ist denn hier? Vielleicht lieber hier hin. 1, 2, 3. Oh, okay. Gut, der eine, der kommt anscheinend sowieso da unten lang. Bist du bereit dafür? Nee. Hä? Hab ich jetzt gesehen? Scheiße. Auf mich anzugucken. Lassen Sie das, Sir. Ich würde mich nämlich gerne da unten drin verstecken in dem Gras und dann halt super heimlich zuschlagen. Ja, geil. Das wird irgendwie nichts hier mit dem super heimlich zuschlagen. Oh. Wenn ich das dann zur Auswahl habe. Ich auf jeden Fall mehr auf Nahkampf gehe, weil ich echt, aber wie ich es schon wieder nicht schaffe, mich anzuschleichen. So. Der hat sich einfach Boden eingegraben, der sagt, ich glaub's ja wohl nicht. Was ist denn die Möglichkeit? Eigentlich mein Kind fahren. Alle erledigt. Ah, sehr gut.
Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat. Ja, das ist eine Straftat. Also, Frechheit. Wieso rasiert er sich auch nicht? Hallo? Wie ist es mit Bier unterwegs? So, direkt noch ein paar Heilbeeren abgreifen. Okay, jetzt bin ich wirklich wieder voll. Da haben wir noch welche. Muss sagen, ich muss echt aufpassen, weil ich habe jetzt zwar Schwein gehabt, aber ich kann mich nicht drauf verlassen, dass ich immer so viel Glück habe. Vor allem, wenn dann so eine fette, also wenn das eine Schlange ist, was wir da gerade gesehen haben, dann pff, Alter, das könnte dann schwierig werden, wenn ich mit meinem Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier so rein. Ups, jetzt haben sie mich entdeckt. Los geht's. Okay, so, muss ich denn hin? In die Richtung. Aber komme ich da hier überhaupt lang? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Das sieht so aus, als müsste ich hier lang. Könnte ich mich auch verstecken? Ich verstecke mich jetzt einfach hier. Niemand sieht. Was sind hier noch? Warte mal. Konnte doch auch irgendwie mit dem Fokus. Zumindest im letzten Spiel. Glaube ich, Maschinen sehen die. Oh, was ist da hinten? 5 Gräber. Ah ja, perfekt. Okay, gut. Sehr gut. Genau das wollte ich nämlich wissen. Dass ich quasi gucken kann, wo die sind. Das Ding ist jetzt nur, ich weiß halt nicht, wo die. Ob ich die schon irgendwo sehe, wo die lang gehen. Hm? Rotfuchs. Oh. Hier rein hat die Plage es auch geschafft. Okay, also die Plage ist auf jeden Fall auch nicht so gut für die heimische Fauna. Die Plage hat nur das arme Benedin hier erwischt. Es konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Also so wie sie hustet die ganze Zeit, wenn sie da reingeht, weiß ich nicht, ob der Fuchs da so einfach davon gekommen ist, ehrlich gesagt. So. Wo sind denn jetzt diese Gräber? Sind die... Ach so, oder sind die überhaupt... Aber doch, wir haben ja 5 gesehen, ne? 5 Gräber, keine Daten verfügbar, okay. Außer, warte mal kurz. Alte Vorratsruhe. Hä? Ich übersehe? Frechheit. Okay, warte. Ich muss nochmal zurück, sorry. Wo ist diese Truhe? Los, gib sie mir. Ich will die. War die denn? Das eher. Wo ist die Truhe? Hier drüben angezeigt. Hä? Ah, da. Ha! Hoho! Ja, das kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Also bitte. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Okay. Naja, muss ich ungefähr, weiß ich nicht. Wie lange habe ich jetzt schon gelabert? 10 Minuten? Möglicherweise. Mal schauen, dass ich dann nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand so lange guckt. Ehrlich gesagt, oder ob es überhaupt jemand anschaut. Sebastian. Okay, da ist ein Feuerchen. Das ist interessant. Die Osserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Tatsächlich, das sind. Die sind tot. Okay. Aber 5 Stück wurden mir angezeigt. 1. 2. Sind da drin noch mehr?
Das ist Wahl, ich weiß. Ich wollte wissen, was da hinten ist. Okay. Tatsächlich, aber fünf Gräber? Hä? Aber ich sehe hier nur zwei rumliegen. Oder ist es was anderes? Ist es das Level von denen? Oder ich. Gute Frage. Ah ja, solange mich jetzt nicht noch drei andere angreifen, bin ich zufrieden. Hier war wohl eine Barrikade. Ach so, oder? Die Maschinen haben sie durchbrochen. Werden die hier noch mitgezählt? Jetzt bin ich verwirrt. Egal, ich nehme mit, was ich kriegen kann. So. Das sind vier. Aber das hört sich gefährlich an. Das ist für später. Ja. Der Osiram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Nee, anscheinend nicht. Okay, das Trinken von Gesundheitstränken vor der Zeit, aber sie stellen Gesundheit sofort wieder her und können über deine maximale Gesundheit ansteigen lassen. Ah, nice. Okay, aber den nehme ich dann möglicherweise später. Ah, okay, die Bären habe ich immer da. Oh, okay, gut. Aber da Sprengfalle. Oh, okay. Ist die jetzt hier schon? Nee, okay, da ist sie hinter der Wand. Vorsicht, da sind Fallen. Kann ich die mitnehmen? Vielleicht kann ich sie entschärfen. Yes. So, nähere dich ihnen vorsichtig und halte gedrückt. Okay. So, ein paar Sachen für später erbeutet. Pass auf, dass du nicht hochgehst. Ja. Hab sie entschärft. Ich versuch's. Und mehr Sachen bekommen. Yes. Keine mehr Sachen. Schon so lange her, wo ich den ersten Teil gespielt habe. Obwohl ich sagen muss, dass ich mit dem auch super spät dran war. Der ist ja 2017 schon rausgekommen. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Aber ich habe den, glaube ich, erst 2019 gespielt oder so. Gut, so. Herstellung Sprengfalle. Negerausrüstung zu öffnen, dann Gier zu Sprengfallen, Herstellungsanzeug. Okay. Oh, ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Okay, was brauche ich denn noch? Sprengpaste. Anscheinend haben die Osseram Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Okay, aber... So, mal gucken. Was haben wir denn hier schön? Das nehme ich alles mit. Brauche ich zwar noch nicht, aber man weiß ja nie. Ich sag mal so, in so einer Welt, das ist, glaube ich, alles wichtig, was ich mitnehmen kann. Egal. Egal was. Hauptsache, ich habe es erstmal dabei. Das ist nützlich. Okay, so. Haben wir jetzt genug, um das herzustellen? Nee, immer noch nicht. Okay, es fehlt noch eins. Was brauche ich denn hier? Die Bären und Wildfleisch. Okay, Fleisch haben wir doch kein. Okay, ich habe jetzt alles für eine Falle. So. Was? Ach so, ich habe es falsch ausgewählt. Ich dachte jetzt schon so, hä? Wieso? So. Sie hat doch gerade gesagt, Sprengfalle fertig. Okay. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Yes. Hier drüben, Aloy. Yep. Ich glaube, hier geht's hoch. Aber warte kurz. Ich möchte erst da hier. Weißt du, weil man weiß ja nie und so. Ich würde gerne erstmal alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Und vielleicht. Warte. Vielleicht kann ich. Hahaha. Kann ich nämlich noch eine herstellen? Ha! Jetzt haben wir nämlich drei. So. Gut. Oh. Hä? Bin ich doof? Ui, also das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe mit der Kletterei. Oh, da ist gleich Gras.
Das kann nur bedeuten. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich sollte mal scannen. Okay. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ah, ich auch. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Nee. Vielleicht sollten wir doch, waren die nicht auch im ersten? Nee, waren sie nicht anschauen? Okay. Notizbuch ansehen. Okay, warte. Da gucke ich doch jetzt mal. Wühler, was haben wir denn hier? Frostschaden, Säureschaden. Okay. Sprengfalle auszuwählen. Tippe und die Falle auf den Boden zu platzieren. Okay. Das heißt, ich könnte... Der kommt hier vorbei. Das heißt, ich könnte... Mal gucken. Ja, der läuft immer hier lang. Okay, da bleibt er stehen. An dem Kadaver. Ich muss mal kurz... So. Die Spur markieren. Damit ich das hier... Damit ich mir das merken kann. Und da läuft... Okay, da läuft der andere lang. Weil... Nein! Ah, ich bin doof! Wieso habe ich die hier hingestellt? Bin ich blöd? Ich wollte die nach hier vorne hinstellen. Wenn der da nämlich kurz weggeht. Nein! Ah, ich bin... Wieso bin ich so dumm? Hä, warte! Wie war das jetzt nochmal mit der Sprengung? Ich habe die doch gerade aus Versehen dahingestellt. Achso. Ich muss einfach nur noch mal nach unten drücken, okay. Hallo, ich bin nicht so smart. Ich brauche ein bisschen. Du hast mich nicht gesehen, okay? Ich war nicht hier. Okay, warte mal. Jetzt muss ich einmal kurz... So. Kann ich was herstellen? Nee. Verdammt. Oh, ich bin so doof. Hallo. Ich bin doof. Oh, verdammt. Es ist echt... Leo, sei nicht so ungeduldig und lies einfach, was da steht. Oder mach's einfach so. Ist egal. Okay. So, so weit, so gut. Ich könnte mich da hinten lang schleichen, möglicherweise. Sonst ist das nächste Gras hier, da drüben schon mal nicht. Dann könnte ich vielleicht den anderen auch auf die Art dran kriegen. Wo ist denn der? Da. Okay. Zeig mir mal, wo der lang geht. Der geht immer da hinten lang. Okay, alles klar. So, das ganze Zeug kann ich, glaube ich, dann nachher gleich einsammeln, weil... Ehrlich gesagt traue ich mich jetzt gerade noch nicht. Der läuft da hinten lang. Das heißt... Der kommt dann da gleich an dem Feld vorbei. Okay, dann warte ich, bis er rum ist. Und dann schleiche ich da hinten in das Gras rein. Wenn er dann die nächste Runde, seine Runde fertig macht, dann versuche ich den mit so einem Schleichangriff. Dann habe ich das zwar nicht mit der... Oder muss ich unbedingt die Sprengfalle nehmen? Nee, okay. Ich muss einfach nur das hier durchsuchen. Okay, alles klar. So, dann möchte ich ihn so. Und dann gehe ich mich hier rein. Nein. Aber ich dachte schon, die guckt irgendwie zu weit raus aus dem Gras, aber nein, sie ist tatsächlich geduckt. Wer hätte es gedacht? So. Echt. Doch, ich hier so ein bisschen. Ich trau mich nicht. Wo ich eigentlich fast hätte da hinten das Gras noch reingekommen, aber. Alles sicher. Juhu. Gut, cool. Gehen wir weiter. Nein, wir gehen noch nicht weiter. Wir sammeln jetzt erstmal alles ein. Weil ich brauche das für Dinge. Du kennst viele Ruinen der alten Welt. Alles so?
So, was haben wir hier noch so? Da ist so Zeugsel. Stiss. Ah ja, Bären. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Sie haben alle ihre Geheimnisse. Ich glaube, Holz brauche ich jetzt erstmal eher weniger. Ja, das hoffe ich auch, aber da ist die Hoffnung, glaube ich, vergebens. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Maschine demnächst bekämpfen müssen. Kann man da schon was sehen? Kann ich ja hier durch? Nee, schade. Okay. Okay. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wie üblich, ich bin ein bisschen aggressiv. Ich greife Türen gerne an. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja, sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme, die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich da... Die Daten erwähnen Technologie, die Far Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich hatte auch schon nach mehr Daten. Aber es würde halt schon Sinn machen, wenn die ein Backup hätten, weil wenn die mit ihrer mit ihrem Raumschiff da zu einem anderen Planeten geflogen wären, dann hätten sie wahrscheinlich, oder sagen wir es mal so, ein System wie Gaia, was sag ich mal so Flora und Fauna und sowas schützt und erhält und halt sag ich mal Hilfestellung gibt. Das ist ja glaube ich gar nicht so verkehrt, wenn man das hat für einen neuen Planeten, den man da bevölkern will. Okay, jetzt gerade nichts weiter. Kann ich jetzt eigentlich nochmal hier so Sprengfallen herstellen, weil ich so ein bisschen doof war und die halt alle aufgestellt und wieder eingesammelt habe. Nee, okay. Kann ich irgendwas anderes machen? Nee. Gut. Hä? Komm ich hier nicht rein? Doch. Dachte jetzt gerade schon, hä? Okay, kann ich hier was machen? Hm. Irgendwie nicht. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn er von einer anderen Richtung kommt als ich, weil ich dann immer denke, da kommt jemand, der will mich angreifen. Bin ich paranoid? Oder so? Okay, was haben wir denn hier Schönes? Hä? Kann ich das mitnehmen? Notizbuch ansehen. Okay, guck mal. Was haben wir denn jetzt im Notizbuch? Zero Dawn, Handelsabkommen. Datenbeschädigung partiell. Zusammenfassung des Verantwortlichen des Hohen Rats. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero Dawn sind abgeschlossen und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseits profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche. Im Gegensatz zu den weniger taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitglieder. Zusammengefasst liefert Farsenes eine Kopie des Prototyp-Homer-Archivs bereits gesendet. 500 Ektogenese-Kammern müssen aus dem Lager unserer Ninma-Anlage beschafft werden. Zusätzliche Ektogenese-Forschungsberichte. Im Gegenzug erhält Farsenes in der Woche vor dem Start der Odyssey eine Kopie des Alpha-Bilds der Apollo-Datenbank. Unserer Einschätzung des Zero Dawn-Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Es sollte beachtet werden, dass Dr. Sobek nur sehr ungern dazu bereit war, aber ich habe ihr klargemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentliche Gespräche mit Dr. Sobeks Team führen, während Daten beschädigt.
Okay. Da gerade noch was nicht. So, ich würde aber hier jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.